Komm, Frankfurt, ich geb dir Stich alle. Ich hab jetzt voll Angst, Mann. Komm, ich mach dir erstmal einen frischen Tee, Mann. Ja. Dann geht's dir besser. Es wird auf gar keinen Fall über die volle Distanz gehen. Freunde, riecht ihr das? Es riecht nach einem weiteren Ringlife-Vlog. Wir machen uns jetzt auf den Weg Richtung Düsseldorf, aber zuerst machen wir einen Zwischenstopp in Frankfurt, denn dort drehen wir 5 Runden, 5 Fragen mit Stefan Pütz im MMA-Spirit. Dann geht's weiter, wie gesagt, nach Düsseldorf. Morgen Mittag drehen wir dort ein Challenge-Video mit Agit und einem Special-Gast, und zwar einem meiner Zuschauer. Und danach geht's direkt auf die NFC-7-Veranstaltung, wo wir uns die wilden Kämpfe, unter anderem den Kampf von Max Koga, anschauen. Ab geht's. Was geht ab, Ringlife-Gang? Ey, Edmund, Mann, was machst denn du da? Psst, sei leise. Ich halte Ausschau. Nach wem denn? Was ist denn los, Mann? Mann, ich hab doch auf Instagram eine Ansage bekommen vom Frankfurter Patron, dass er mir Stich gibt. Komm, Frankfurt, ich geb dir Stich alle. Ich hab jetzt voll Angst, Mann. Erklär mal kurz, was passiert ist. Da gibt's so einen Typen, der mir auf Instagram so Ansage gemacht hat. Er meinte, das nächste Mal, wenn ich in Frankfurt irgendwo unterwegs bin, dass er mich dann abstechen will. Kann man nicht ernst nehmen, solche Leute. Und wenn, dann darf er sich gerne mal mit mir in den Ring stellen, um zu zeigen, ob er ein echter Mann ist. Ne? Nicht hier ein bisschen rumpieksen und so. Komm mal, lass mal die Fäuste sprechen. Komm, Frankfurt, ich geb dir Stich alle. Wir sind jetzt da, gehen jetzt gleich, ziehen uns um und dann legen wir eigentlich los. Wie kriegst du etwa? 92. Echt jetzt? Sagen, ja. Ist der Hals? Komm, halt. Ich hab mit Stefan schon geimpft vorher. Voll auf die Möhre. Panzer, ne? Ja, 100 Pro. Stefan, erste Frage. Viele Leute denken ja, wenn du Profi-Kampfsportler in Deutschland bist, lebst du wie Conor McGregor. Kannst du rein von MMA leben oder wie verdienst du sonst noch dein Geld? Früher war das auf gar keinen Fall möglich. Wie ist es eigentlich mit Kopfschutzkämpfen? Beeinträchtigt das ein bisschen in der Sicht oder was meinst du? Ich habe ja diesen Bügel hier vorne dran, weil ich so viel Narbengewebe auf der Nase habe von meinem letzten Kampf, dass dieses Gewebe natürlich keinen weiteren Schaden erleidet. Versuche ich es zu schützen, deswegen habe ich diesen Ring. Der einzige Unterschied ist, dass dein Kopf breiter ist. Durch den Bügel hast du geringere Distanz, dass du getroffen werden kannst, musst einen Tick weiter draußen stehen. Das habe ich heute bei Edmund auch ein paar Mal falsch gemacht. Aber ansonsten ist es einfach ein geiles Tool, was dich vor Cuts schützt und natürlich auch leichte Schlagkraft absorbiert. Was ist dein Code bei Kunpon? Ring10! Wenn ihr demnächst Geld sparen möchtet bei Minecraft und Kampfsportartikeln, checkt ab jetzt immer in die Videobeschreibung. Dort gibt es einen saftigen Rabattcode. Benutzt Edmunds Code, erleichtert euren Alltag. So, Sparring ist vorbei. Hat gut geknallt auf jeden Fall. Ich gehe mich jetzt kurz duschen, weil wir gehen dann runter in die Tiefgarage und dort nehmen wir ein Reaction-Video auf. In Frankfurt sind wir jetzt fertig. Jetzt müssen wir aber direkt nach Düsseldorf. Noch ein paar Stunden fahren jetzt. Junge, ich bin richtig zerstört von dem Sparring mit Stefan. Ich merke das gerade voll. Das war körperlich richtig anstrengend für mich. Ich würde jetzt am liebsten einfach direkt ins Bett und Knockout schlafen gehen. Es ist Samstag. Wir holen uns jetzt kurz was zum Frühstücken. Wir sind jetzt fertig. Wir laufen gerade zum UFD-Gym. Ich sehe, da vorne ist schon der Roberto. Der ist heute unser Special-Gast in dem Video und macht dann gleich bei der Challenge mit. Hallo, Edmund. Alles gut? Ja, schön, dass du es geschafft hast. Ihr kennt mich ja gar nicht, ne? Ich bin mittlerweile YouTuber geworden, ne? Man hat auch einen YouTube-Channel. Ringlife Konkurrenz. Ringlife ist patentiert, der Name, geht nicht. Bist du bereit? Ja, normal. Ich hau die beiden weg. Das werdet ihr sehen, Jungs. Danach machen wir noch ein bisschen Spannung. Der Robert weiß von gar nichts. Lass nur Leberhaken machen. Locker easy, only, ne? Leberhaken, komm. Only Leberhaken. Ja, komm. Also an sich, wie lange schaust du eigentlich Edmund schon zu, also Ringlife generell? Ich habe damals schon diese menschlichen Boxsack-Videos gesehen. Und sonst halt natürlich immer in den Streams dabei. So muss sein. Ringlife Gang. Legen wir die Sensoren jetzt mal an. Die Sensoren werden einfach in das Handgelenk geschnallt und auf die Innenseite gedreht. Und dann kann das Training auch losgehen. Du weißt, wenn man das umhat, dann ist man automatisch beim Training besser. Warum? Du weißt, du wirst kontrolliert, weißt du? Der Agit will heute einfach nur mal zeigen, wie viel krasser er ist als ich. Und du hast 100.000 Abonnenten, Bruder. Du willst krasser als du sein. Ach so, Freunde. Es hat 3 Jahre gedauert, 1 Monat und was ist heute für ein Tag? 18. Mhm. Und 14 Tage. Jetzt haben wir für 300.000 Abonnenten geknackt. Der hat sich auch voll verändert für dich direkt. Der kam im Gym ganz anders rein, mit anderes Selbstbewusstsein. Man konnte mit dem gar nicht mehr reden. Fettes Dankeschön aus dem Herzen heraus. 300.000 ist eine krasse Sache. Aber wir sind nicht fertig. Nächstes Ziel, 500.000. Okay, legen wir los. Die Führungshand. Jawohl. Bleib stehen. Nicht hüpfen, nicht hüpfen. Deckung ist immer oben. Pöpp. Pöpp, pöpp. Okay? Da weißt du, wofür die oben sein muss.
und nochmal gerade. Gut. Und wie ist das so, das erste Mal so gegen Bolzen zu schlagen? Ja, gut. Voll ungewohnt, ne? Schon ungewohnt, aber. Die Leute denken immer von außen, ey, das sieht ja so leicht aus, aber wenn man da mal selber das machen muss, ist schon ganz anders. Ja, das ist ein super komplexer Bewegungsablauf, ne? Also wirklich vom Fuß beginnen, dass du so eine Rotation auch über die Hüfte bekommst, wenn du deine Schlaghand bringst, dass die gerade ist, ne? Also die Führungshand wirklich da ist. Das ist super komplex, ne? Unterschätzt man. Das ist mein Unterschied, hör mal. Der Agit hat mich gerade ganz schön schlecht aussehen lassen. Das war schon ganz anders, als der da gerade drauf gehauen hat. Scheiße. Ich glaube, dein Jab ist härter als alles, was ich rauspacken kann. Jetzt Trainingsdaten laden. Übertragung läuft. Was glaubst du, was dein schnellster Schlag ist? Wahrscheinlich linke Haken, glaube ich. Aber das ist jetzt echt krass, wo du mir zum Beispiel jetzt die Frage stellst. Ich habe null eine Vorstellung davon. Ich boxe seit 10 Jahren, 11 Jahren jetzt oder so, länger. Ich habe noch nie irgendwie so eine Statistik gehabt. Wie schnell ist grundsätzlich so ein guter Schlag? Boah, ich bin Lambo, 300 km/h. Keine Ahnung, ich weiß das nicht. Wir werden gleich alles rausfinden. Durchschnittliche Schlaggeschwindigkeit war jetzt 20 km/h. Lambo, 300 km/h. Okay. Das ist jetzt natürlich Durchschnitt, ne? Wir haben ja lockeres Training zwischendurch und so gemacht. Zur allerersten Übersicht ganz cool, ne? Vor allen Dingen, wenn du jetzt mit mehreren zusammen ein gezieltes Training durch hast, ne? Also gucken, ey, wo stehe ich denn da, ne? Also es macht auch Spaß, das ist Challenge hier. Ja. Wir sind fertig. Fettes Challenge-Video mit Agit aufgenommen und mit dem Roberto. Jetzt müssen wir auch direkt abdüsen, aber noch ein anderer Zuschauer von mir wollte mich treffen, der Fabio. Ich habe ihm gesagt, wir sind ungefähr so um 16.30 Uhr oder so fertig. Jetzt ist es schon fast 18 Uhr. Der hat einfach 1,5 Stunden gerade in der Kälte gewartet. Mir tut es gerade im Herzen einfach weh, dass ich warten lassen habe. Ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk. Krass. Elfentrank Capri-Sonne hat er mir rausgeklatscht. Ja, ihr wisst, mein Lieblings-Capri-Sonne. Wie bist du hierher gekommen? Auto. Steht hier um die Ecke. Achso, ich hätte gedacht, wenn du jetzt mit irgendwie nicht mit Auto bist, dann hätte ich dich jetzt irgendwo nach Hause gefahren oder so. Aber komm, wir müssen auch darüber, lauf mit uns mit. Schon 18.36 Uhr. Um 18 Uhr hat das NFC-Event angefangen, aber wir haben so lange mit dem Video da gebraucht, dass wir da ein bisschen in Hektik gekommen sind. Jetzt müssen wir schnell rein, direkt eigentlich zu den Kämpfen. Oder verprügelst du mich jetzt, weil ich deinen Kampf nicht gesehen habe, oder wie sieht's aus? Das ist klar, das. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg. Schade, dass du nicht da warst. Freunde, Jamie, Defend haben wir ihn gesehen, ja. Wo ist wieder? Komm, Rambo! Die beiden Jungs kennt ihr von Defense, ich habe auf sie reagiert. Die haben zusammen einen YouTube-Kanal, ne? MMA-Athletes. Auf welchen Kampf freust du dich am allermeisten? Ja, eigentlich habe ich mich auf den Kampf von Jamie gefreut, aber den haben wir jetzt schon verpasst. Jetzt freue ich mich natürlich auf den Kampf zwischen Koga und Jano. Ihr steht auf Gästeliste, ne? Ja, genau. Ganz fest, da wo die Spend schon der Junge bringt euch. Edmund, ich will ein Kind von dir. Herrenglatze. Der Hauptkampf jetzt losgeht. Was ist deine Prognose? Ich sag mal so, im Jahr noch, im Stand-Up finde ich ihn besser, aber ich denke, im Allround ist der Max besser und von der Erfahrung her auch. Also wenn es im Stand-Up bleibt, tippe ich auf Jano. Wenn es auf den Boden geht, dann denke ich, wird der Max das holen. Also ich habe keinen Favoriten. Ich kenne beide Jungs gut. Jano war auch bei uns in Aachen beim Sparring. Sehr, sehr starker Junge. Stand-Up super stark. Und Max ist ein alter Hase, was das angeht. Ich denke, es wird auf jeden Fall ein vorzeitiges Ende nehmen. Ob es Submission oder K.O. weiß ich nicht, aber es wird auch gar kein Fall über die volle Distanz gehen. Ich sag dir ehrlich, im Stand Ehrens, wenn es am Boden kommt, wird der Max Koga klar vorne sein. Ich hoffe, dass das einfach ein geiler Fight wird. Ja, ich kann die beiden gut leiden. Ich wünsche beiden viel Erfolg. Ja.
vorher erwischt worden. Bei so einem kranken Uppercut, ganz ehrlich, da wäre, glaube ich, jeder runtergegangen. Da musst du schon ein ganz, ganz anderer Betonkopf sein, um da nicht schlafen zu gehen. Schade, aber ich hoffe, Koga holt sich da irgendwie das Rematch oder so und dann schauen wir noch, wie das dann ausschaut. Ey, was für ein Abend. Ich meine, das Finish im Hauptkampf hätte, glaube ich, keiner erwartet. Ehrlicherweise ist das für NFC natürlich auch suboptimal, weil unser Junge theoretisch verloren hat. Aber hey, so ist der Sport, Mann. 2022 wird richtig abgerissen. Da setzen wir noch mal einen drauf. Dieses Jahr war erst der Anfang. Ey, ihr habt die zwei Jungs gesehen, die die Series gewonnen haben. Die Jungs werden wir nächstes Jahr wiedersehen. Wir haben noch eine Menge mehr Shit in der Pipeline. Seid gespannt, 2022 wird heiß. Das war's auf jeden Fall mit dem Vlog. Wir sind jetzt fertig. Ich bin durch. Ich gehe jetzt erstmal zack ins Bett und schlafen. Und wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Ja? Wenn es euch gefallen hat, Freunde, ihr wisst Bescheid. Immer Daumen hoch. Mehr ist auch nicht zu sagen. Macht's gut. Hau rein. Ciao, ciao.